Ah. So. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ach ja! Die Stadt, die Luca nicht kannte, Enrica. Ah ja. Mal gucken, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wir müssen ja noch überhaupt rausfinden, was da los ist. Wir haben keine Ahnung. Dann gehen wir da mal hin. Shall we check out that village the shopkeeper mentioned? Even though it's so close to my hometown, I've never heard of it. Just what kind of village is it? This village isn't mentioned in my guidebook. Maybe there's a new specialty food to be discovered. Das war richtig, Specialty, ja. Aber das war, glaube ich, beim letzten Mal anders geschrieben. Muss ich mir mal angucken, wenn du dann die Videos fertig hast. Da war ein I dazwischen, hinter dem L und dem T. Speciality. Ja, genau, und das hat mich verwirrt. Ja, aber Specialty klingt richtiger. Ja. Komisch. Alice seems excited to be continuing her eating journey. It seems like she thinks the world only exists to feed her. Anyway, let's see what's there. We turn to the southwest and start heading towards Enrica. Welches Monster wird uns auf dem Weg dorthin begegnen? Gleich nach der Werbepause! The shopkeeper gave me a rough idea of where it is. It should be near here. That's an unusual monster. Eh? Ja, vor allen Dingen, weil Alice auch nicht abhaut, ne? Ach doch, ja, jetzt. Sie muss erstmal ihren Senf dazu abgeben, bevor sie abhaut. As soon as I turn around, Alice vanishes. In her place appeared... Oh mein Gott. Safe location. Oh nein, der schlimmste Gegner von allen. Wir werden niemals gewinnen. Das ist so Lavos plus Diablo plus... keine Ahnung. Lavos kommt jetzt. Ich hab eine Idee. Nein, ich hatte Unrecht. Dark Elf Fencer. Ich glaube, das ist... ein Bogenschütz ist es nicht, oder? Oder? Oh, jetzt bin ich gerade überfragt. Der hat auf jeden Fall keinen Bogen bei sich. Oh, und ha! Avira ist aufgeploppt, aber hinter Monster Girl Quest Programm. Ha! Scheiß Avira. Hier, Mittelfinger. Weg mit dir. An Elf, a Guardian of the Forest. They are usually kind-hearted and friendly, but there are some who have fallen into darkness. Those are called Dark Elves. Bin ich jetzt schon bei meinem Go-Back? Ich habe jetzt ein bisschen vorgeklickt. Du bist jetzt bei dem Go-Back und ich mache schon mal die Bildschirmübertragung wieder an. Go back whence you came. Yep. This is a place man must not approach. The Dark Elf pulls out her sword and points it at me. Why aren't humans allowed? Because they are human. If you do not retreat, I shall be forced to act. That sword is a feint. She'll make an opening with a physical attack, then use a pleasure attack. Even still, I need to get through. I point my sword at the Dark Elf. I want to create a world where we can coexist peacefully anywhere. Und genau deswegen ziehst du dein Schwert in ein Areal, was anscheinend für dich nicht erlaubt ist. Wir gehen trotzdem rein. Sinnvoll. Da war noch eine Teile für mich. I can't overlook a place that discriminates against you. Ach, deswegen! Das ist so wie bei der Männer- und Frauentoilette. Die Frauentoilette, da dürfen die Männer nicht rein, weil es diskriminierend ist. Jetzt verstehe ich's. Ah, okay. If you won't retreat, then I shall force you into deprivation. I will contaminate you with my darkness and make you into my thing. Nein, das wirst du nicht. Hey, wir haben 3 Skillpunkte, geil. Na gut, dann greifen wir doch direkt mal mit Demon an. Ab mit deinem Kopf, genau. So wie Hexe in Alice im Wunderland. Ab mit dem Kopf! Ich frag mich gerade, ich hatte eigentlich im Kopf, dass die Elfe eine Fernkämpferin ist. Mal gucken, ob das noch kommt. Nein, immer noch dasselbe. Mann, die ist ja langweilig. Nur mit ihren Händen hast du denn nichts anderes drauf. Kommt bestimmt noch. Na, guck mal, wie wenig Leben sie noch hat. Oh ja, das haben wir noch. Give in to the ecstasy with my kiss. Sie küsst uns. Und das gibt ebenfalls eine Zustandsveränderung, nämlich... Enraptured. Oh, wir sind in Trance, das steht hier unten. Ich glaube, so eine Art Verwirrung. Auf jeden Fall können wir uns genau wie bei der Paralyse erstmal nicht bewegen oder wehren. Stay there soaked in ecstasy. I make you fall into degeneration. Luca is stuck in a trance.
Und dann geht das wieder los. Das wäre natürlich der perfekte Zeitpunkt, um uns irgendwie zu Boden zu drücken. Aber offenbar hat sie dazu keine Lust dieses Mal zum Glück. Ja, also ich bin mit dem Kampf schon durch. Bei mir hat sie diese Zustandsveränderung nicht hinbekommen. Ich glaube, du hast mehr Damage gemacht als ich, weil ich habe ja wirklich nur noch so ein kleines Fitzelchen Leben übrig. Ja, ja. Ach komm, du hast keine Brüste, das kannst du mir nicht erzählen. Ansonsten ist der BH da, da will ich nicht wissen, wie viel Luft du noch bekommst, wenn der wirklich so eng angelegt ist. Ja, komm. Drei Runden hält die Trance an, ein Angriff. Sie ist auf jeden Fall mehr angezogen als ihre ganzen Vorgängerinnen. Naja, die Harpien hatten ja... Okay, die Harpie-Königin, da hätte man noch ein BH gebraucht, aber ansonsten war ja zum Glück nichts in der unteren Gegend zu sehen. What is this, my body? Verschrumpelt. Kann ich ja nochmal kurz beenden, weil ich glaube, es kommt gleich der nächste Elf sogar und ich weiß nicht, ob der auch so einfach ist. The Dark Elf became small enough to fit in the palm of my hand. Sealing me, I remember this. While cursing me, the Dark Elf runs away. Nun ist sie ein Däumelinchen. Haha. Oh ja. Moment, ich will kurz nachkippen und diesmal ohne irgendwas zu verschütten. Noch ein Schluck. Drück dir die Daumen. Noch ein Schluck, noch ein Schluck. Wir hören alle ganz gespannt zu. Es steigt. Nein! Hat geklappt. Irgendwann lerne ich auch mal dazu. Super. 50 XP, kein Level Up. Und wo ist die Safe Location? Nein, erstmal kommt Alice und dann kommt die Safe Location. Bei mir war vor Alice eine Safe Location gerade eben. Komisch. Sie ist aufgetaucht und dann kam die Safe Location. Sie hat noch nichts gesagt. Also, a dark elf in such a place? Why on earth? Who knows? Not that she expected me to know, I'm sure. I didn't know that elves were this close to Elia's village. I barely take a few steps forward when another monster blocks my path. Ja, komm, das speichere ich jetzt nicht. Safe Location, doch. Ich trinke, aber ich speichere nicht. Okay, das ist ein Deal. Aha, da ist er. Hat zum Glück auch eine Menge an und das da rechts muss ich nicht verbergen. Aber ihr Kleid ist hübsch. Na, ihre Hautfarbe passt da nicht ganz so. Zu normalen menschlichen Haut würde das vielleicht passen, hast du recht. Das stimmt. Obwohl, ja. Oh mein Gott, siehst du ihren BH? Der ist durchsichtig. Oh nein! Ich muss zensieren! Oh. Leck mich, YouTube! Das werde ich nicht tun. Vergiss es. Willst du mich wieder zuschalten? Ja, machen wir das mal. Also ich habe bisher wirklich bei jedem Kampf immer wieder gesehen, dass es immer abweichende Dialoge gab. Also das ist Die Angriffe, total random. Ich denke, es gibt Skripts, wo die Gegner manchmal so ab einer bestimmten Prozentzahl von sich, dem Leben oder von Lukas Leben vielleicht bestimmte Angriffe anfangen auszuführen. Oder so nach einem gewissen Zeitfenster im Sinne von, jetzt mache ich dich fertig, weil du zu lang gebraucht hast. Aber ansonsten ist wohl alles zufällig. I won't let you go any further than this. I summon a tentacle for you and make you its prey. Ah, it doesn't look like she'll listen to whatever I say. I have no choice but to fight. Ja, die sieht schon ein wenig zu Darkness-mäßig aus, als dass sie noch in Ordnung sein könnte, glaube ich. Dann wollen wir doch mal. Mal gucken, was sie für uns im Gepäck hat. I cherish you. Ach ja, natürlich Tentakelattacken, wer hätte es gedacht. Sie hat's ja angekündigt, ne? Ja, aber es... mal gucken, ob ich jetzt wieder kurz vor Schluss... also wie viel HP sie jetzt behält durch die zweite Demon Decapitation. Guck schon wieder so wenig. Wahrscheinlich gewinnst du jetzt wieder direkt vor mir. Das kann gut sein. Aha, und da... aber du bist weiter als ich. Oh. I wrap around you. Und dann kommt natürlich... ihr Krebs-Move. Aha. Wird aber diesmal nicht so... Ach doch, ich wollte gerade sagen, wird diesmal nicht visualisiert, aber ist doch der Fall. Schon, aber diesmal ist die Zensur wesentlich stärker bei Luca, muss ich sagen. Ja, da kennt man fast gar nichts. Ja. Das könnte ich fast so lassen, obwohl, nee, besser nicht. Sicherheit, Sicherheit. Lukas body is bound by tentacle. Foo-foo, you can't move now. Let me suck up everything like this. Don't be afraid. I will feel good as everything is sucked away. Jetzt ist die Frage, Lukas' Arme sehen nicht unbedingt gebunden aus. Muss ich jetzt angreifen oder mich herumkrebsen? Ich speichere einfach mal. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut, dass du aufnimmst, weil auch bei mir hat sie diese Attacke wieder nicht gemacht. Die war vorher schon weg.
Na okay, dann sehen die Leute wenigstens bei mir ein paar mehr Kampfsequenzen anscheinend. Genau. Versuche ich mal mit Angreifen. Wenn ich falsch liege, kann ich immer noch krebsen, denke ich mal. Quit it! Luca tries to attack. The tentacle is healing his movements. Okay, das war falsch. Okay, nein. Sie hat einen Killer-Move drauf, deswegen wollte ich gerade erstmal weiterklicken, aber es kam zum Glück nur Standardangriff. Wir strugglen. Aber die erste Runde reicht nicht. Und. Aber guck mal bitte in Lukas Gesicht. Guck so jetzt mal Lukas Gesicht. Naja, jetzt. Ja, er hat sich jetzt verändert. Aber so wirklich unglücklich sah er gerade eben noch nicht aus. Das trifft auf viele Gesichter zu. Und das ist sogar noch ein Absorb-Move, das heißt, er hat sich gerade Leben geklaut. Aber noch haben wir nicht Game Over. Das ist noch kein Intercourse. Das ist nur Tentakel. Tentakel-Sex gilt nicht. Sag das dem Spiel. Hey, das Spiel gibt die Regeln vor. Tentakel-Sex gilt nicht. Ah, ja, das Zitat des Tages. Jupp. Das stellen wir irgendwo auf der Homepage. Tentakel-Sex gilt nicht. In meine Signatur unten im Forum packen wir es rein. Genau. Lucas struggles intensely and breaks free. Ha! You don't want to meet your end in bliss? Nein. Stirb. Ha, ein Schlag hat gereicht. Glück gehabt. What is this? What did you do? Ich hab dich versealed. Haha. Genau, ich hab dich gesealed. Jetzt bist du ein Schwarzer. Schenkelklopper-Alarm. Der war blöd. The dark elf shrinks until she's small enough to fit in my hand. This is a seal. How can a human use magic this powerful? The dark elf runs away. Springen die immer aus meiner Handfläche runter oder stehen die auf dem Boden? Komisch. Gut, Anruf wieder weg und weiter. 60 XP bringt Level 9. Yay, das können wir doch direkt mal speichern. Genau. Und eine Safe Location auf die Safe Location. Da sieht man hier jetzt auch mal, wie es aussieht, wenn man innerhalb eines Kampfes zum Beispiel speichert. Da wird immer die letzte Dialogzeile anstatt des Safe Location Dialogs angezeigt. Und das scheint dem Programm Probleme zu machen, weil ich glaube, es kann nur speichern, wenn die Symbole in binär irgendwie geschrieben sind oder irgendwie sowas in der Art. Das war das Problem. Na gut. Another Dark Elf. They don't usually hang out in groups like that. Besides, I thought there weren't too many Dark Elves to start with. That's right. Originally, Elves were a pure and innocent race. However, very rarely one would become corrupted. They called this phenomenon degeneration. They would turn into a depraved existence. Alienated from the other Elves, they would act like normal monsters. In addition, if a Dark Elf continues to grow in power, it's possible that they could turn into a different kind of monster. In any case, we shouldn't be loitering around here. That was pretty detailed, Alice. Of course, just who do you think I am? Ein Gierschlund, eben. I have no idea. Immer noch nicht. It would be bad to keep getting attacked without making any progress. Hey, weißt du, wer sie ist? Nee, weiß ich auch nicht. Aha. Dabei ist es gar nicht so unoffensichtlich. Aber ich mag sie trotzdem irgendwie. Das ist gut. Let's hurry to Enrica. But where is Enrica? It should be nearby. After that we walked around for a few hours. Finally seeing a break in the trees, we come across a village. There it is, Enrica. Juhu. Happy at finally finding the village we enter. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, das sieht ein bisschen... Die könnten Rasenmäher gebrauchen, aber ansonsten sieht er eigentlich ganz okay aus. Oh, gefällt mir besser als die andere Stadt, wo wir vorhin gewesen sind. Stimmt, da waren so viele Pferde. Ja. Obwohl, das sind ja tolle Rasenmäher. This is Enrica? It's a very small village. There was a strange atmosphere hanging in the air. Is it peaceful? Mysterious? In any case, it's very strange. So it's like that. Those dark elves from before make sense now, too. It looks like Alice figured something out. What do you mean? Huh? A lone woman walks out from the interior of the village. She stands out among the strange atmosphere permeating the rest of the area. You don't appear to be a merchant. Ach komm, jetzt übertreibst du ein bisschen mit der hohen Stimme, oder? Ich meine, das ist eine Frau.
Ja, aber sie guckt so niedlich. Guck mal. Okay. That's right. I heard from a shopkeeper in Eliasburg about this village. Please go away. Other than merchants who trade things we need, we don't allow anyone else in the village. Surprisingly, it looks like they won't let me into the village. A horribly exclusive village. No way! You may take offense at our prohibition, but this is how we've lived for a long time. If you are a sensible traveler, please leave us alone. I understand. Sorry for troubling you. I don't want to trample over people who want to live quietly. A true hero would never do such things. As I bow to the woman and turn to leave, the woman suddenly notices my mother's ring. That ring? Could you be Luca? Eh? That's right! Why does she know my name? I've never been to this village before. You really are Luca, aren't you? You've grown so big. Do you know me? Yes, my name is Michaela. I know your father and mother well. The woman named Michaela introduces herself with some hesitation. Suddenly, determination appears in her eyes. But now, please turn back. When the time comes, we'll be able to talk. I understand. Ich dachte jetzt auch, dass sie jetzt irgendwie uns dann doch reinlässt. Ja, aber ich denke gerade an MGQ3, um ehrlich zu sein, weil es kann sein, dass wir hierhin zurück dürfen, wenn ich jetzt ehrlich drüber nachdenke. In Teil 2 ist man nämlich noch nicht hierher zurückgekehrt und sie will ja offenbar nochmal mit uns reden, von daher macht ein bisschen Sinn. Nothing I say would be of any use, müsste glaube ich heißen. I can see it in her eyes. Even if I stayed here, I wouldn't get anything more out of her. Alright, I'll come again. Yes, I wish you luck in your battles, Luca. Thus, we turn away from the village and return. This village, I need to keep it in mind. Schade, ich hätte mich hier gerne irgendwie noch näher umgesehen, aber okay. Ich habe ehrlich gesagt eine ziemlich heftige Vermutung, was hier passieren könnte später. Aber das möchte ich jetzt ungern spoilern. What a strange village. It had a strange, nostalgic feeling. And that Michaela person who knew me. What does it mean, that village? What's wrong, Alice? When we entered the village, it looked like you realized something. Being worried by yourself, strange girl. I understood something, but there's still one thing I don't get. I was sure that Enrica was an isolated elf village. Oi, oi, are you saying everyone in that village was an elf? It's true that the village was really strange. That's what I thought. But that Michaela woman... Alice sighs, as if she has given up. Whatever, I didn't get to have a feast at the village like I thought I would. What a pointless trip. As always, the subject returns to food with her. There's nothing we can do in that village for now. Now for the next destination. Safe location. Yay. Das reimt sich fast auch schon wieder.